Hallo und willkommen zurück zu God of War. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Wir sind ordentlich lediert und da machen wir weiter. Wir müssen uns nach Hause schleppen und uns mal ein bisschen auskurieren. Der letzte Typ, der uns angegriffen hat, war nicht so... Willst du etwa schon gehen? Ja. Okay, er war noch nicht tot. Sehr beeindruckend, was ich kann. Du, ich habe nur gegen den mit Mühe und Not gewonnen. Sollte ich bloß antworten, aber du bist einfach zu stark. Ja. Fördere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen, aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Au. Spürst du das? Nein, nicht in die Felsspalte. Oh, muss ich das schnell hochklettern? Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Oh, ich bin mir sicher, dass ich das hinkriege. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Ja, ja. Jämmerlich. Ich finde mich nicht jämmerlich. Ich gebe mein Bestes. Du kannst nicht liegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Ja, ich versuch's. Du respawnst nur immer. Du kannst mich nicht besiegen. Sicher. Und wenn ich ganz, ganz, ganz oft auf dich drauf hau. Ich hab's Ausweichen gelernt. Und das Blocken, hoffe ich. Gar nicht. Das fühlt sich aber nicht so an, als ob du gar nichts spürst. Du machst all die richtigen Bewegungen. Du bist nutzlos und voll der arrogante Penner. Du hast selber die Feldspalte darunter. Du bist ja gern. Ja. Aus Maul. Nochmal. Wie läuft's mit deiner Mission, mich fertig zu machen? Nicht so gut, oder? Ja, ja. Wünsche, du hättest mehr Voice Lines. Komm, einfach den Kopf abmachen. Er sieht ziemlich gebeutelt aus. Ich übrigens auch. Ja, ein bisschen Ring. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Hast du das gespürt? Was für ein Kampf. Aber ich hab's fast beim ersten Mal geschafft. Fast. Jetzt bräuchte ich aber echt mal eine Dusche.
Ich sehe ziemlich mitgenommen aus. Ich glaube, das an mir ist tatsächlich alles mein Blut. Die hat ganz schön austeilen können. Ah, wir sind ja praktisch wieder gelandet. Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Ich denke mal. Wie haben Sie mich nach all der Zeit gefunden? Keine Ahnung. Hast du eine Apple AirTag an dir rangeklebt? Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Oh, riech dich auf, alter Mann. Zumindest regeneriere ich anscheinend, wenn ich sehr wütend bin. Und das säubert mich auch gleich von außen. Ich sehe wieder gut aus. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Wir werden es rausfinden. Außerdem ist er ja in einem Aschebeutelchen an meiner Hüfte. Junge, komm raus. Aber wir können nicht hier bleiben. Junge. Da war so viel, ich dachte... Alles gut. Papa hat sich um alle gekümmert. Geht's gut? Nee. Mir geht es gut. Nee. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Ich werde versuchen, auch mein Bestes zu geben. Oh, da im Hintergrund hängt eine schöne große Suppenkelle. Hey, die wollte ich noch betrachten. Da ist sie. Nein, ich habe keine Chance mehr dazu. Ah. Der Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? Kleiner Unfall. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er? Wir sind denn schon. Ich hab doch gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe getan, was nötig war. Es war Notwehr. Wird sie sterben? Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Kann nichts versprechen. Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Och. Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Das sind aber böse Kreaturen. Gehören die Vögel da auch dazu? Oh je, ich muss Rätsel lösen. Das kann ich doch nicht. Ein irgendwas. Dann sehe ich mehr. Na gut. Einmal rauf mit dir, bevor ich hier alles ruiniere. Schwupp! Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Das hat nichts gebracht. Das hat einfach nichts gebracht. Muss ich da gegen die Kette? Nö. Na gut. Was kann ich denn hier machen? Ah. Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Gute Idee.
So. Dann hier erstmal mit dem Loot. Ist hier auch Loot in solchen Kisten. Das wäre schön. Naja, einmal die Kette hoch. Ha, das erinnert mich an den Sportunterricht in der Schule, wo man so ein Seil hochgehen musste. Das konnte ich auch nicht. Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Ja, so ungefähr. Na gut. Muss ich das jetzt wieder fixieren? Ich weiß es tatsächlich nicht. Axt. Axt. Was ist denn meine Axt? Ah. Bleib doch einfach unten. Jetzt aber. Alles gelootet, was ging. Wo geht's denn überhaupt weiter? Glaub da hinten. Hui. Was ist das da oben? Eine Kiste. Ja, das ist alles mein Loot, nicht dein Loot. Hauptsächlich Hacksilber. Okay, jetzt müssen wir doch da hoch. Naja, Irren ist menschlich. Und wieso habe ich so wenig Leben? Ich habe das Gefühl, ich habe wenig Leben. Ah ne, ist voll. Mensch, bin ich sportlich. Gar Vater, nicht gewohnt. Werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja, ganz viel. Nein. Wollen Sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Ich glaube, die wollen uns alle machen, nicht nur ausrauben. Nein, geh doch nicht runter. So. Schön, dass die Kletterpfade hier markiert sind. Sonst wäre ich blind wie ein Maulwurf oder so, der irgendeinen Berg hochklettern muss. Das sieht aber ganz nett aus hier. Was ist denn das Güldene da? Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber... das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Das ist eine gute Frage. Vielleicht, dass wir gezwungen sind, weiterzugehen. Komm. So ein Miststück. Wir schauen nach vorne. Sagte er und drehte sich um. Na gut. Hier können wir auch rauf. Atrio schafft das bestimmt alleine. Du zuerst. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Loot. Monster. Soll ich schießen? Dann schieß mal deine Pfeilchen. Dass du den Gegnern vielleicht mal ein Pfeilchen verpasst. In die Fresse. Ja. Das macht Spaß. Und Hacksilber gibt's auch noch dafür. Guck mal, hier Geschwerter, die kann ich aber nicht aufsammeln. Ja, der hat Raketenwerferarme. Ist dafür ziemlich schwach. Gefahrenzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Aha. Das kennt man doch schon. Das machen andere Spiele ja nicht anders.
Sü. Mehr Gegner von hinten! Au. Lass das mal, Kollege. Ja, ich kann ausweichen. Gut gemacht, Junge. Lass dich aber nicht von dem Grauger hier töten. Ja. Schöne Spezialattacke habe ich da. Wo ist denn der letzte Freund? Da ist er ja. Ja. Halte die Spannung. Pass doch auf! Au. Ich hätte ausweichen sollen. Ich erkenne meinen Fehler. Wie viel vertragt ihr denn eigentlich? Ah, nur noch zwei. Na, immerhin. War's das? Oh, sieht so aus. Das habe ich wieder mal gut gemacht. Was heißt das denn hier? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Geht's da oben weiter oder ist da was zu looten? Ich kann auf jeden Fall... Was, sieh mal. Was gibt's hier zu sehen? Wenn's kein Loot ist, interessiert's mich nicht. Oh, da hinten ist Loot. Ah, nee, ich habe meinen ultra krassen Rage-Modus. Den ich irgendwann einsetzen kann. Aber vielleicht nicht gegen Billo-Feinde. Her mit euch Urnen. Ja, da war tatsächlich Hacksilber drin. Na gut. Auf geht's, Junge. Ah. Hier, Junge. Ja. Kannst du das lesen? Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Kluger Junge. Auf zu den Jötnar. Wie riesig sind die Riesen denn? Dürfen nicht zu groß sein. Ich muss sie ja noch besiegen können. Nehme ich mal an. Was war denn das für einer? Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Oh, eine Truhe. Ja, glaubst du das? Wie hast du das wieder erkannt? Messerscharfer Verstand. Hey, lass das Gold da unten doch nicht liegen. Leichter Runenangriff, ein extrem schneller Ausstoß von Energie, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Mit I fortfahren. Sie haben das Juwel für den leichten Runenangriff Thels Berührung erhalten. Mit Runenjuwelen können Sie Ihre Waffen mit leichten und schweren Runenangriffen modifizieren. Runenjuwelen können im Waffenmenü in Waffen eingebaut werden. Na gut. Fahren Sie über den leichter Runenangriffplatz. Okay. Klicken Sie. Aha. Thels Berührung. Fortfahren. Runenangriffe haben zugehörige Attribute und Abklingzeiten. Wunderbar. Mit XP können Runenangriffe verbessert werden. Das Verbessern von Runenangriffen verbessert auch ihre Attribute. Macht soweit Sinn. Klicken Sie auf die Leviathan-Axt mit dem Juwel für den leichten Runenangriff. Thels Berührung, um das auszurüsten. Ist ausgerüstet. Wunderbar. Fahren Sie über den schwerer Runenangriffplatz. Ja.
Fortfahren. Zurzeit leer. Keine. Okay. Ein Achievement dafür bekommen, dass ich mir so viel Text durchlesen musste und das fast richtig gemacht habe. So, die wichtige Frage. Oben drüber oder unten durch? Wahrscheinlich oben drüber. Nicht Pfeile. Was soll ich denn hier drücken? Ich glaube, wir kommen hier durch. Wow, wie machst du? Ich habe einfach meinen leichten Runenangriff benutzt. Danke. Gern geschehen. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Ah, doch nicht so klug, wie er aussieht. Vater, Hilfe! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Dann zieh dich hoch. Ruhig! Bin gleich da! Oh. Ich hoffe, die sind alle tot. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Ich würde es nicht riskieren. Nicht tot. Wieso sind das denn so viele? Gegnerische Gesundheitsbalken sind entsprechend ihrer Stärke im Vergleich zu Kratos grün bis lila gefärbt. Denkt an! Rezession geht fort! Ja, so alle fertig machen. Dafür habe ich mir ja die Attacke hier aufgebraucht. Denke ich zumindest. Nein, war es das schon? Das habe ich nicht effektiv genutzt. Ja, also das macht wirklich Spaß. Schieß mal mit deinen Pfeilen, Junge. Oh, mir geht's bis jetzt noch ganz gut. Komm, solange die eingefroren sind. Hier, Kollege. Ich hau ganz schön auf meine Tastatur drauf. Und auf meine Maus. Ein schönes Spiel dafür. Echt ein schönes Spiel. Gesundheit. Gesundheit. Ja. Dankeschön. Da konnte ich ausweichen. Zur Abwechslung mal. Vorsicht. Was steht denn da wieder? Sehr gut. Alle erledigt. Das war der letzte. War ich besser? Ein bisschen. Noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Was steht denn hier? Richter! Du sollst es vorlesen. Kannst du es nicht vorlesen? Kommt da kein Marker? Na gut. Das Kind mag einfach nicht lesen. Kann ich verstehen. Kann ich natürlich verstehen. In dem Alter will man lieber auf der, keine Ahnung, Nintendo Switch spielen. Komme ich hier hoch? Die kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist nein. Okay, da geht's auch nicht lang. Ah, jetzt. Lies es. Oh, das hier war mal ein Marktplatz. Die Riesen haben hier vor langer Zeit mit den Göttern Handel betrieben. Sieht nicht mehr so aus. Hier war? Etwas bricht durch die Mauer, da oben! Ja. Ja, ja. Etwas bricht durch die Mauer! Ja, das ist doch. Ein schöner Trauger.
Oh, da hätte ich ausweichen sollen. Nein! Weg mit euch starken Viechern! Vorsicht, Junge, da ist einer hinter dir. Sehr schön. Und Gesundheit. Und mehr Gegner. Ich wünschte, ich hätte meinen Berserker-Modus noch. Es wird schon irgendwie klappen. Schon, hauen auf die Presse. Wie ging nochmal mein leichter Runenangriff? Ist egal. Ich betäub die. Ich betäub die einfach. Ja! Weg mit dir. Oh, das backt ganz schön. Sehr gut. Und ein kleiner ist noch da. Ja, du brennst ganz schön für die Sache. Und gleich bist du ziemlich tot. Ja. Aggressionsprobleme sind manchmal im Kampf auch nützlich. Und diese goldene Anzeige ist Gold wert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weiß ich nämlich, wann ich ausweichen muss. Hilf! Ganz viel Hilf! So. Ich schätze mal, da das ein alter Marktplatz war, ist es aber für uns nicht möglich, irgendwas hier einzukaufen. Ich glaube, ich habe genügend Hacksilber, um die ganze Welt zu kaufen. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in jemand mit einem schlimmen Rücken, würde ich mal sagen. Was ist das? Ich will es nicht rausfinden. Erstmal alle zerteilen, die wir zerteilen können. Ja. Irgendeine Sabberhexe oder so. Was, Nister? Nix, Nister. Hey, hör auf auszuweichen. Wie macht die das? Ja, das läuft doch. Nahkampf. Ich hab doch geblockt. Was willst du eigentlich von mir? Auf die Fresse! Wieso krieg nur ich auf die Fresse und die Nister nicht, oder was das ist? Block doch, du Esel! Das ist schön. Ja, auf die Fresse. Ich kann doch nicht. Jetzt kannst du. Ja. Nein. Sehr gut machst du das trotzdem. Ich finde, du schlägst dich klasse. Nein! Jetzt reicht's aber. Hier aufs Maul. Du alte Fette.
Einmal musst du noch. Au. Au. Ja! Sehr gut, Atreus. Ich hab's gerade so überlebt. Schön, also in den Vasen lohnt sich auf jeden Fall das Zeug. Ja, der hat da an einem Stück eh nichts zu tun gehabt. So, wie komme ich denn hier runter? Da sind schöne Truhen. Ja, ich glaube, da müssen wir den Weg weitergehen. Und dann wird sich schon eine Gelegenheit ergeben. Was? Ah, meine Axt. Wieso kann ich da nicht... Hallo? Fehlt da was? Sehr gut. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob er keine Ahnung hat. Ich wüsste es auf jeden Fall. Ich wüsste es auf jeden Fall nicht. Und wieso ist der Kollege denn lila? Sehr gut. Ich mach Nahkampfangriffe, die machen mehr Spaß. Faustangriffe. Ist ja alles Nahkampf. Ich würde sagen, der kriegt ordentlich auf den Sack. Und ich zur Abwechslung mal nicht so viel. Ich habe gelernt, wie man richtig ausweicht. Das Spiel gibt einem da aber auch schöne Hints, muss ich sagen. Tschüss. Und her mit dem schönen Loot. Ja, Hacksilber. Nee, Egrisgold. 12 Stück Hacksilber und ein weicher Swart-irgendwas-Helm. Was ist das? Weiß ich nicht. Finden wir es gemeinsam raus. Ih, schleimige Brühe. Muss ich damit was machen? Macht das meine Axt stärker? Ich glaube nicht. Ich dachte, da erscheinen jetzt irgendwelche Runen. Sieht aber gar nicht so aus. Nee, gut. Du, dass Wiedergänger in Gruppen auftreten? Und ich bin mir fast sicher. Da oben auf uns wartet und sie echt sauer sind? Junge. Tut mir leid. Blühende Fantasie. Ja, die ist nicht gut für einen Jungen in deinem Alter. So. Hier wartet auf jeden Fall erstmal ein Eimer voller Loot auf mich. Schön. Und jetzt bräuchte ich eigentlich ein Helf-Item. Wir müssen wohl wieder darauf. Aber wie? Folge mir. Na gut. Erstmal hier an die Truhe. Ich mag's, dass sie so... Ja, ist ja gut. Erstmal looten. Erstmal looten. Das war Talfeim Stahl. So. Alles, was tot ist, kann uns nicht mehr umbringen. So oder so ähnlich. Oh. Der wirkt überraschend lebendig. Fort mit dir. So, hier ist noch eine Vase. Mit Gesundheit innen drinne. Und du bist ein was? Eine versiegelte Truhe. Ja. Und ich sehe Runen. Muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge einsammeln oder... Ah, ich muss die Siegel nur zerstören. So, dann irgendwas, was aussieht wie ein komischer Bogen und ein R. Muss hier... Da ist das R. Mist. Einfach Mist. Das ist
Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden? Aber ich kann jetzt kämpfen. Du hältst dich raus, Junge. Ja. Sprech nicht mehr davon. Oh je. Das hat ihm hier gar nicht gefallen. Schon. Na gut. Dann nehme ich den. Tschüss. Au. Ja. Schon schwerer Angriff. Yes. Seid ihr tot? Sehen tot genug aus. Junge, hierher. Jawohl. Eine Schriftrolle der Alten. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Nun gut. Und was stand da? Okay, Wissen hinzugefügt. Also wahrscheinlich nicht allzu relevant. Dann wollen wir mal kurz hier hochklettern. Hier ist zumindest eine unversiegelte Truhe. Und was bist du? Du bist eine EP. Das ist sehr schön. Da könnte auch ein riesengroßer Feind rauskommen. Ein Glück liegen da Steine davor. Na? Nur ein bisschen Hacksilber noch. Oh, da hängt auch ein Feindchen. Wo ist denn die letzte Rune? Wo ist denn die letzte Rune? Vielleicht hier irgendwo in der Ecke. Nee, das glaube ich nicht. Müssen wir vielleicht noch weiter suchen. Da oben war auf jeden Fall was. Na gut. Eine Tür ins Nichts. Das ist ein bisschen verschwendete Architekturkunst. Junge, hierher. Da steht, er heißt Rungir. Mutter hat von ihm erzählt. Ein Riesenkrieger aus Stein. Oh oh. Sieht aus wie eine große Schlacht. Da ist Odin, Thor, sogar die Weltenschlange. Oh, Thor hat ihm den Schädel zertrümmert. Ein Glück. Siehst du? Aber da... Rungnirs Leiche fiel auf ihn drauf. Ach, Idiot. Na gut. Tod ist tot. Darüber mache ich mir erstmal keine Sorgen. Sei denn, er steht vor mir und will mich wieder herausfordern. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch das letzte Siegel. Kann doch gar nicht so schwer sein, das zu finden. Leuchtet doch so schön blau. Wer hat euch denn alle aufgehängt? Das ist so eine schlechte Deko. Außer zu Halloween, dann macht's wieder was her. Gut, dann habe ich nichts gesagt. So, das Einsammeln. Den war gesund genug. Ah, da hinten hängt's. Komme ich von hier aus ran? Nö. Na gut, dann erstmal über die Brücke. Geklappt! Ja, natürlich klappt das. Ich bin ein Profi. Ein richtiger, echter Profi. Ihr habt das Siegel aus den Augen verloren. Das letzte. Lass uns die Truhe öffnen. Ja, gute Idee, Junge. Hoffentlich ist kein Feind drin. Nein, da war lila Zeug. Ja, ein Apfel. Idun-Apfel, legendär. Sie haben ein der drei Idun-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Die Idun-Äpfel sind Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht.
Das ist ja praktisch. Da bräuchte ich aber viel, viel mehr als nur 9 insgesamt, also 3-mal die maximale Gesundheit erhöhen. Ich bin doch so schwach. So. Wunderbar eingesammelt. Aber ich sehe gerade auf die Uhren, würde sagen, das reicht tatsächlich schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.